So, herzlich willkommen zurück zu diesem FIFA 13 Let's Play mit unserem Verein, dem FSC Teutonia. Wir haben bereits die ersten Spiele in der Bundesliga absolviert und als nächstes steht ein weiterer harter Gegner an, den wir auch noch auswärts bespielen müssen. Und zwar ist es kein geringerer als Bayer Leverkusen. So, ich habe mal ganz kurz eben schon mal im Teammanagement ein bisschen rumgewurschtelt. Und gesehen, dass ja schon einige ein bisschen energiemäßig herabgesetzt sind und habe mir gedacht, den Shijo, den könnte ich bringen, auch wenn der in der Form nicht so gut ist wie Fabio Duda. Dafür ist er eigentlich unsere Sturmstammkraft da vorne, wenn nicht sogar der stärkste Stürmer, wie man hier im direkten Vergleich nochmal sieht. Also jetzt habe ich ihn versehentlich ausgetauscht, das wollte ich nicht. Und dementsprechend möchte ich den Sturm jetzt gerade gegen so einen schweren Gegner nochmal verstärken und hoffe, dass ich Shijo jetzt auch besser entfalten kann. MCI wird klar, der bleibt hinten drin, auch wenn er jetzt nicht die Riesenleistung bisher gebracht hat. Und dann habe ich Skiri wieder hereingetan für Fabian Hoffert, weil der auch noch nicht so wirklich gezündet hat und den lasse ich auch erstmal noch draußen. Skiri ist auch frischer. Dann haben wir eigentlich schon ganz gut was gemacht. Konaré ist natürlich schon ein bisschen derber abgesetzt. Man sieht auch, der hat einen ultra schlechten Ausdauerwert. Da habe ich leider bei der Erstellung nicht so sehr drauf geachtet. Die Frage, aber jetzt noch einen Innenverteidiger tauschen. Ja, der nicht so gut in Form ist, weil er nicht so viel spielen konnte. Dem fehlt die Praxis eigentlich noch. Individuell ist er jetzt nicht wirklich viel schlechter oder so. Ne, das lassen wir mal. Ich gucke aber noch mal gerade in den Kalender, wann denn unser nächstes Spiel ist. Ah, relativ direkt danach. Puh, wieder nur zwei Tage Pause. Ey, dann nehme ich, dann entscheide ich mich um. Dann nehme ich die nächste Option und hole mir kurzfristig statt Konaré hier noch jemand anderen, nämlich den Sunny, unseren verteidigenden Japaner rein, in der Hoffnung, dass er ein gutes Match macht, weil die anderen sind hier schon wie Kim oder so, sind schon belastet genug und ein paar Leuten muss ich einfach eine kleine Auszeit gönnen. Ansonsten könnte es passieren, dass wir gegen Hamburg zu Hause erhebliche Probleme mit der Fitness haben und das möchte ich natürlich vermeiden. So, dann würde ich sagen, auf geht's. Bayer Leverkusen spielt momentan relativ nah, auch an unserer Tabellenposition liegen die, also auf dem 12. Platz. Und ich würde mal sagen, wir spielen im Auswärtstrikot. Bayer 04 in ihrem klassischen Heimtrikot. Und ich bin mal gespannt, was die Konsorten um Schürrle, Fernandes und Kießling da vorne versuchen werden, um uns zu besiegen. Aber nachdem wir so gut gestartet sind, bin ich ganz zuversichtlich. Und auch Leverkusen hat zweimal knapp verloren gegen Gladbach und Dortmund. 2:0 gegen Augsburg im letzten Spiel gewonnen. Aber vielleicht sind die ja hinten doch ein bisschen anfällig. Wir werden es gleich erfahren. So, hier haben wir wieder ein bisschen... Huch! Egal. So, das Minigame kürze ich jetzt mal ab an der Stelle. Ist ja nicht so spannend. Und dann hoffe ich mal, dass wir uns hier gegen den nächsten Gegner gut behaupten. Wir haben ja noch kein einziges Spiel in der Bundesliga bisher verloren. Das ist eine astreine Serie, die wir hier gestartet haben. Und das mit einer Mannschaft, wo ich vorher arge Zweifel gehabt habe, ob das überhaupt eine gute Idee ist, so eine Mannschaft überhaupt auflaufen zu lassen für so eine Bundesliga-Saison. Oder ob man sich mit der Mannschaft keinen Gefallen tut. Da war ich mir selber echt nicht sicher. Ich habe auch noch nie so eine schwache Mannschaft gespielt. Das merkt man dann immer wieder, wenn man Leute individuell am Ball hat und nicht schnell genug passt, dann ist der Ball sofort wegstibitzt. Das haben wir jetzt in den anderen Partien häufig genug gesehen. Aber mit einem ordentlichen Passspiel und einem guten Auge ist diese Mannschaft auch gut zum Spielen geeignet, muss ich sagen. Also die gefallen mir richtig gut, haben natürlich teilweise jetzt schon richtigen Lauf, gerade in der Offensive. Und auch die Defensive leistet einen guten Job, also bis hinten auf der Torwart, der manchmal unglücklich jetzt bisher aussah, unser MC Evil, war eigentlich alles bisher gut. Und ich freue mich schon, dass wir ein weiteres Match bestreiten können. Hier sehen wir nochmal die Tabelle eingeblendet. Wir stehen etwas besser da wie Bayern 04. Die haben sogar 3 Punkte weniger.
Also wir sollten eigentlich sehr zuversichtlich in das Match gehen, aber auch mit dem gewissen Maß an Respekt, um nicht blind in irgendwelche Konter oder hineinzulaufen oder eben sich dumm bei der Verteidigung anzustellen, sondern wirklich klug zu agieren. Müssten wir hinkriegen, denke ich mal. So, wir haben Anstoß auswärts in Leverkusen. Genau, das meinte ich vorhin und dann mache ich es trotzdem wieder selbst. Das war natürlich dumm. Oh, und jetzt wird es gleich gefährlich. Den Ball kann er noch kriegen. Wir laufen hinterher mit allem, was wir. Jawohl! Super, der Torwart hat ihn. Da hat sich unser Verteidiger super reingeworfen in den Ball. Das war wichtig. Das hat er sozusagen, oder ich habe das vielmehr vorausgeahnt, dass der Ball dahin kommen wird, weil ich mir etwas Ähnliches schon gedacht hatte. Da lassen sie ihm gerade ziemlich viel Platz außen auf der Außenbahn. Scheiße. Ja, das. Wahrscheinlich kann man das pfeifen, okay. Schade. Keine Flanke angekommen. Wieder versuchen sie es hier, uns die Abseitsfalle auszuhebeln. Das war ein krasser Fehlpass gerade. Und da kommt schon wieder der Kießling, oder wer ist das? Nee, Rolf ist rangestürmt. Kießling wäre auch ungewöhnlich. Als Stürmer so aggressiv nach hinten geht, dann ist das für Stürmer meistens keine so gute Idee. Boah, und der ist wieder schneller. Schürrle spielt sich hier richtig gut auf. Oh, und da ist Sunny am Ball. Der muss in höchster Not den Ball vom Schlappen bekommen. Schafft er aber auch. Troschke. Ach, super. Jawohl. Und das Tor. Klasse. Es hat gerade ein bisschen angefangen zu ruckeln. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass es trotzdem geklappt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, warum es gerade geruckelt hat. Jetzt schon wieder. Ich hoffe, das ist jetzt kein Dauerzustand. Das wäre schlecht, weil das Tor war wirklich schön verwandelt. Ganz sachte nur reingeköpft. Also wirklich gut bisher. Oh Mann, und es ruckelt hier am laufenden Bande jetzt und ich weiß nicht warum. Das ist natürlich richtig mies. Also in der Vollheit der Festplatte kann es nicht liegen. Da war definitiv genug Platz vorher drauf, das weiß ich. Oder ob es an den Regeneffekten liegt, da habe ich auch so meine Befürchtungen. Es hat nämlich manchmal, glaube ich, ein bisschen Performance-Auswirkungen hier auf FIFA, was gar nicht so schön ist. Ah, schon wieder. Alter, was mache ich denn jetzt, wenn das hier so weitergeht? Das ist natürlich echt mies. Ich will natürlich das Let's Play weitermachen, aber auf der anderen Seite nicht mit so einer horrenden Zahl an Frame-Einbrüchen. Boah. Ja, nein. Oh, ganz knapp geklärt. Den wollte ich ganz präzise durchstecken. Hätte fast geklappt. Hoch wäre der Ball wahrscheinlich nicht angekommen, weil die Verteidiger alle doch recht nah bei waren. Und wieder eine lange Flanke und der Abschluss von Yuen Min. Noch ein langer Ball. Ach, da kommt Omoro nicht dran. Schade. Aber Omoro hat schon wieder ein Tor geschossen eben. Das heißt, es sind ihm jetzt schon drei Treffer geglückt in den ersten Spielen. Ist richtig gut. Wir liegen früh in Führung. Aber wir wissen natürlich, ein André Schürrle zum Beispiel, das hat er jetzt schon mehrfach gemacht. Ist seinem Kontrahenten einfach aus dem Rücken davongelaufen. Und ja, ich glaube, Suarez ist da auf der Seite. Der kommt natürlich als Verteidiger nicht mit André Schürrle mit, weil er diese Sprintfähigkeit nicht im Ansatz, auch nicht die Beschleunigung besitzt, um da irgendwas draus entstehen zu lassen. So, wir sind aber nach wie vor am Ball. Und dadurch, dass, glaube ich, Leverkusen versucht, vergleichsweise offensiv zu agieren, haben wir auch gerade auf der rechten Seite bisher ziemlich viel Platz gehabt. Ein Abschluss daneben, das gibt Abstoß. Kein guter Versuch, aber besser so, als den Ball mitten im 16er sofort wieder zu verlieren, was wahrscheinlich im alternativen Fall passiert wäre. Nur die Kopfbälle, die haben wir jetzt häufig schon verloren. Dafür ist der Gegner nachlässig. Spielen wir mal außen auf der Außenbahn. Das war natürlich nur ein Trick. Oh, und der Abschluss. Vorbei. Schade, da wäre ich sogar bei den Verteidigern durchgekommen. Das habe ich natürlich erst zu spät erkannt. Beziehungsweise konnte das nicht voraussehen. Oh nein, den habe ich
sozusagen vorzeitig schon den Befehl zum Pass gegeben. Okay, wir müssen hier unter Druck weiterspielen. Schnelles Kurzpassspiel. Jetzt haben sich wieder Räume in der Mitte eröffnet. Ja! Ah, verdammt. Wieder kein guter Abschluss bzw. keine Gelegenheit zum Abschluss. Und wir müssen wieder ganz schnell auf das Verteidigungssystem umschalten, damit wir uns zum Beispiel hier den Ball wieder erobern können. Sehr schön. Ah, da war sehr gut erkennbar, was wir tun wollten. Oh! Ach, der wäre fast durchgekommen, wenn nicht der Fuß noch vom Verteidiger von Bayer Leverkusen da eben noch zwischengekommen wäre. Hätten wir den bekommen, den Ball, dann wären wir wieder fast frei gewesen. Also, das ist ein richtig offenes Ding hier auf beiden Seiten. Wobei wir natürlich bisher schon die etwas zwingenderen Gelegenheiten hatten. Ich muss mich gerade hier voll konzentrieren. Nein! Ah, verdammt! Oh, und er entscheidet auf Elfmeter. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das wäre noch fair gewesen. So schnell kann man sich irren. Und jetzt muss Shijo zeigen, was er kann. In die rechte Ecke hinein, halb hoch, das ist eigentlich gefährlich, den kann man gut kriegen als Torwart. Aber der Torwart hat in der falschen Ecke gelegen und deswegen kann Shijo hier mit seinem Vogeltanz, mit seinem Bird Dance abfeiern. Klasse. Also wir liefern hier ein gutes Spiel nach dem anderen ab und ich spiele hier nicht, also ich spiele auch nicht auf Weltklasse-Niveau oder auf Weltklasse-Schwierigkeit, aber immerhin auf Profi. Das ist eigentlich schon nicht ganz so einfach. Da kann man zwar einige Mannschaften, wenn man eine gewisse Mannschaftsstärke hat, gut bespielen, aber normalerweise solche Mannschaften, wie wir sie hier haben, haben da normalerweise arge Probleme, sich durchzusetzen gegen diese laufstarken Mannschaften. Man sieht es ja auch hier, dann ist Kießling am Ball und rupft sich den Ball zurecht, aber diesmal ohne Gefahr. Wir konnten ihn leicht klären. Super. So, der Verteidiger schnappt sich sofort nach unten den Ball. Das war auch vom Bender gut verteidigt. Sich schön zurechtgelegt den Ball. Jetzt muss er erstmal wieder. Aha. Foulspiel, ein unglückliches. Okay. Ach so, weil wir den Ball bekommen hätten und er hatte noch Vorteil. Jetzt fängt es gerade schon wieder an zu ruckeln. Ich habe keinen Plan. Es war jetzt eine ganze Zeit lang weg. Huch. Jetzt haben wir ihm natürlich unter anderem wegen dem Ruckel diesen tollen Pass zugespielt. Aber Rolfes verliert den Ball. Skiri spielt ihn ins Nichts. Oh, und da muss wieder ganz, ganz risikoreich geklärt werden. Nein, das war nichts, Kießling. Da brauchst du dich nicht fallen lassen. Oh, schön. Nicht abseits, nicht abseits, aber er kommt nicht mit dem Friedrich mit. Selbst gegen Friedrich gewinnen wir kein Laufduell. Oh Mann, wie bitter. Aber wir können uns wirklich nicht beklagen. Wir haben das Elfmeter-Tor. Ich weiß nicht, ob es einer war oder nicht, ist, aber es soll mich jetzt auch nicht mehr jucken. Und Moro hat ein super schönes Kopfballtor gemacht. Da konnte er seine ganze Sprungkraft ausspielen. Also, ein bisschen Glück haben wir auch wieder gehabt, aber insgesamt bin ich sehr zufrieden bisher mit unserer Leistung. Hier das nochmal, das schöne Kopfballtor, obwohl es total am Ruckeln war in dem Moment, bin ich ganz kühl geblieben und habe ihn eingenetzt. Ah, das war schon wirklich klasse gemacht von Omoro, muss man sagen. So, 2:0 gegen Leverkusen, aber was bringt jetzt die zweite Hälfte? Kann Leverkusen sich jetzt nochmal ein bisschen freikämpfen? Da mit einem schönen Pass auf Hegeler. Der Ball kommt durch, aber auf den Torwart, das war ungefährlich. So, der lange Ball nach vorne. Ins Nichts. Das ist natürlich nicht gut. Und auch das war klar. Huch, den hat er für uns liegen lassen, den Ball. Auch wie nett. Okay, spielen wir mal außen raus. Ah, schön. Bisschen Glück noch mit gehabt, dass er den mitnehmen konnte. Ah, und das Kopfballduell leider wieder nicht gewinnen können. Aber solche Chancen sind es eben. Wenn man zur Flanke kommt, dann wird es schnell mal gefährlich.
Zumindest ist Leverkusen da, glaube ich, ein bisschen anfällig für. Sie haben es jetzt zwar bisher ordentlich verteidigt, diese Bälle, aber einmal hat es halt auch schon nicht funktioniert. Jawohl, schön durchgesteckt, im richtigen Moment abgespielt. Nee, aber da war der Verteidiger wieder schneller wie Omoros Beschleunigung. Ja, das war von mir auch nicht perfekt gespielt. Okay, erstmal sicher zurückspielen. Oh, okay, den muss er wegfausten. Interessante Parade vom Keeper. Hätte ich ja gedacht, der kann den sogar festhalten, den Ball. So stark sah der mir gar nicht aus, der Schuss. Ah, die wollen mich hier locken, aber nicht mit unseren erfahrenen Verteidigern. Hinten die 15 ist, glaube ich, Angelucci. Der macht ja sowieso einen Top-Job, um hier mal einen tollen Reim anzubringen. Nein, aber der macht wirklich eine super Arbeit bisher. So, dann haben wir leichtfertig den Ball verloren. Dafür gibt es jetzt erstmal einen Einwurf. Ja, und Bayer Leverkusen wechselt Renato Augusto ein. Also die haben natürlich einen Traumkader hier aus der letzten Saison gehabt. Da kann man sich nicht beschweren. So, den umlaufen wir mal, auch wenn der Lauf stark ist. Aber ja. Ach nee, 16 ist Angelucci, genau. Die 15, war das Suarez? Nein. Ach, das ist Sunny, genau. Ach, der war vorhin mit Schürrle nicht mitgekommen. Okay. Oh, oh. Oh, und der wäre fast durch gewesen, der Ball. Alter, was hätten wir gelitten, wenn der frei vom Tor aufgetaucht wäre, der Kießling. Da haben wir nochmal gerade Glück gehabt. Ah, den nimmt der Gegner. War klar. Ein Renato Augusto ist zu schnell für uns. Oder für alle unsere Spieler. Da brauchen wir uns gar keine Hoffnung machen. Spielen hier momentan ziemlich im Verteidigungsmodus. Nein! Das darf nicht passieren. Oh. Kein Foul. Okay, ich dachte schon. Ah, Glück gehabt, dass der. Eieiei, das ist normalerweise ein dicker Elfmeter. Der Ball, der war ja schon dreimal nicht mehr in seiner Nähe. Und dann greift er noch und senzt damit indirekt den Spieler um. Da haben wir Glück gehabt. Das hätte auch mal Elfmeter gegen uns eigentlich sogar geben müssen. Das richtig sehe. Also das ist schon heftig gewesen. So. Und wieder den Ball verlieren. Ja. Jawohl. Nein, und Chiyo hält kurz an, um sich den Ball irgendwie zur Schussposition vorkullern zu lassen. Das war ein Fehler. Und man gesehen hat, boah, die versuchen es aber wirklich. Scheiße. Jawohl. Gut rausgekickt, aber der Ball ist noch heiß. Eieiei. Und das war noch nicht mal geblockt von Kim. Sonst wäre der Ball gefährlich aufs Tor gekommen. Also bisher haben wir wirklich auch einiges an Glück gehabt. Das war jetzt ein ganz blöder Ballverlust. Oh, und wieder dieser lange Ball. Viel zu weit diesmal. Zum Glück für uns. Also diese langen Bälle Richtung Strafraum, die ziehen bei uns ziemlich gut. Da haben wir jetzt schon einige Probleme gehabt. Schön weitergeleitet mit dem Kopf. Leider nicht dahin, wo wirklich jemand ist. Und Kießling. Zur Ecke geklärt vom Torwart. Ich muss mal gerade ins Kadermenü reinschauen. Jutin Min ist ziemlich fertig. Holen wir Schlinke für rein. Dann bringen wir Duda für Omoro. Auch wenn Duda auch schon ein bisschen angeschlagen ist. Ich glaube, wir wechseln durchaus auch auf der dritten Position jetzt nochmal. Hoff hat auch nochmal für Skiri rein. Ach ne, für Angelucci habe ich ihn jetzt reingenommen, ne? Ja. Kann er auch mal versuchen. So. Damit wir noch ein paar Leute schonen, denn so ein Match bei Regen ist natürlich nochmal eine Spur anstrengender wie ein ganz gewöhnliches trockenes Match. Da lässt man seine Ausdauer auch echt mal schnell links liegen. Dementsprechend müssen wir hier sogar den Dreierwechsel vornehmen. Und der Torwart war nicht am Ball. Alter. Ich habe gerade die Felle alle weg.
wegschwimmen sehen. Spiele ich einfach nur blind nach vorne, obwohl links laufen sogar zwei mit. Jawohl, ah, diesmal wurde der Ball leicht abgefangen. Aber ich kann mich trotzdem durchsetzen. Da muss er schon faulen. Ah, oh, schade. Puh, da geht er auf den Ball. Das war Fabio Duda. Klasse Aktion, aber konnte sich leider nicht zum Torschutz, zum Torschuss, meine Güte, ich überschlag mich hier schon, nicht mehr durchsetzen. Das wäre es natürlich eine super Aktion geworden. Und immerhin, durch seine Attacken, holt er den Einwurf heraus an der Stelle. Jawohl. Und knapp vorbei. Ja, das war schwierig. Da war der Verteidiger doch aufmerksam unterwegs. Aber ich denke, das bringen wir über die Runde hier. Wenn wir uns jetzt nicht ganz blöd anstellen, da irgendwelche Frame-Einbrüche jetzt noch kriegen, kurzfristig. Huch, so wie jetzt leicht, dann ist alles gut. Jawohl, schön gesehen. Aber da ist unten der Verteidiger wieder schneller. Ah, es ist so ärgerlich. Da haben wir keine Schnitte gegen die besseren Mannschaften. Absteigerkandidaten, okay. Ah, wir schaffen aber auch momentan, nee, das war nix, sehr viel, indem wir Gegner auch ein bisschen auslaufen oder umlaufen. Nicht umrennen, sondern einfach um sie herumlaufen. Die richtigen Schritte im richtigen Moment machen. Das Pass-Timing hat super gepasst heute in den meisten Fällen. Auch sowas wieder. Ah, da ist er stehen geblieben. Den wollte ich oben durchstecken. Ah, das war jetzt wieder ganz andere Richtung, der Ball. Oh, das war katastrophales Kopfball-Tackling. Timing. Das hat überhaupt nicht gepasst. Und jetzt ist wieder der gefährliche Pass hier zu Wolfes. Nee, das war gute Stellungsspiel der Leverkusener da in der gegnerischen Hälfte. Na, okay, kriegen nochmal Freistoß. Jetzt wird es natürlich gefährlich. In der letzten Minute, beziehungsweise schon in der Nachspielzeit. Ah, scheiße. Ah, gut. Droschke wirft sich dazwischen. Klasse gemacht. Verhindert somit den direkten Torschuss, der wirklich hätte gefährlich werden können. So. Ja, wunderbar. Und jetzt nochmal. Pfeift er schon ab? Ja, er pfeift schon ab. Aber trotzdem. Wieder ein souveräner Sieg. Gegen einen Gegner, der natürlich nicht so gut gestartet war. Aber dass wir uns hier 2-0 durchsetzen, auswärts. Also ich glaube, mit uns, eigentlich rechnet doch niemand mit uns ernsthaft. Das können wir doch keiner weiß machen. Aber trotzdem schaffen wir es, jede Mannschaft bisher mindestens zu einem Unentschieden zu zwingen. Und haben jetzt schon mehrere Siege hinter uns. Jetzt haben wir 12 Punkte auf dem Konto stehen. Ich glaube, nach 6 Spielen. Das ist phänomenal. Also, das hätte ich niemals gedacht. Da kann man wirklich überhaupt nicht meckern. Auch diese Flanke, wunderbar. Und dann steigt Omoro einmal höher wie sein Gegenspieler und macht das ganz geschickt. Ja, und dann war es das gewesen. Auch der Elfmeter sicher verwandelt. Schön. Muss man sagen, das war ein richtig tolles Spiel. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt bei der Aktion, dass der Gegner da nicht zum unverhofften Abschluss noch kam. Aber wirklich klasse. Gut, die Eingewechselten haben sich jetzt nicht mehr so bewähren können, ging aber noch. Kim und Sunny haben beide einen super Job gemacht in der Innenverteidigung. Auch unser Torwart war zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Also da kann man nicht meckern. Ja, auch Shio hat sich heute besser präsentiert. Dafür dann Duda eben nach seiner Einwechslung nicht mehr. Aber den will ich jetzt auch nicht jedes Spiel da rein verheizen. Ja, das war ein angemessenes Ergebnis. Also, ich würde sagen, Bayer 04 Leverkusen steckt spätestens jetzt in einer dicken Krise. Für den Verein mit 6 Punkten nach 6 Spielen ist echt, das ist eine Katastrophe. So, Shio genießt Dasein bei FSC Teutonia. Okay. Ja, momentan gehört er zu den gesetzten Spielern, solange er gut spielt, ja. Bisher war das ja nicht immer der Fall. Na gut, er bedankt sich nochmal. Das ist ja eine nette Geste. Schön. Ja, ich würde sagen, wir
Oh, wir können noch mal. Was? Ach so, Einsätze im Land. Bitte? Was macht denn der Luschentorwart bei Nordirland in der Nationalmannschaft? Hallo? Ich meine, jetzt ist nicht der schlechteste, nein, aber mit 64er Stärke, hallo? Sicherlich hat er bei uns jetzt keine ganz schlechte Leistung vollbracht, aber Nationalmannschaft? Die haben wohl keine besseren Spieler, wie mir scheint. Ich hätte jetzt gesagt, ja, weiß ich nicht. Obwohl, klar, hier so ein. Ja gut, bei Venezuela hätte ich das verstanden, irgendwie so ein 68er oder so, aber. Hä? Wenn sie jetzt gesagt hätten, Angelucci oder, weiß ich nicht, Robert Weger für Wales. Pff, aber. Nee. Nee, MC Evil mit 64 als Nationaltorhüter. Er ist ja nicht unbedingt der erste Torhüter, das ist mir schon klar, aber trotzdem. Auch für den zweiten Torhüter, das ist doch nicht gut genug. Na egal, ich beschwere mich nicht, dann ist er halt weg. Wird er halt noch ein bisschen Energie lassen, das ist ja für den Torwart nicht ganz so schlimm. So. Wo steht Hamburg denn? Beziehungsweise, was machen denn die Spieler eigentlich von Hamburg? Oh, die haben auch keinen schlechten Job gemacht, die sind, glaube ich, auch weit oben, ne? Sieht mir so aus. Oh, die haben Spielerstärken, wenn man das mit unserem mal vergleicht. 85er ist dabei, ein 81er Torwart. Adler und also alle konstant mitten in den 70ern, was die Stärken angeht. Das ist schon ganz solide für die Bundesliga. Da können wir nicht mit anstinken. Deswegen haben wir auch im Laufduell wenig Chancen und auch was die Techniken angeht. Aber dennoch, ich denke, ich halte mich heute einfach mal zurück ohne Pressekonferenz. Da kann man eigentlich nur einen Fehler machen, wenn man jetzt irgendwas forciert und sagt, ja, ich lobe meine Mannschaft oder ich mache den Gegner schlecht oder so. Also, ich glaube, das hilft hier nicht. Wenn man mal auf die Ligatabelle schaut. Ja, sind auf dem zweiten Platz mit 16 Punkten. Punkte gleich mit FC Schalke 04, gegen die wir ja 2 zu 2 gespielt haben schon in den ersten Tagen. Also, wir haben wirklich eine Punktausbeute, die lässt sich wirklich sehen. Wir haben ja schon so viele hochkarätige Gegner bespielt. Oder halt Gegner, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so hochkarätig sind. Also das Hamburger SV kommt ja jetzt noch. Dass das zum Beispiel Mainz sich so weit oben einordnet, ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit. Und klar, wir haben Braunschweig, Hertha als Gegner gehabt. Braunschweig gab es, glaube ich, ein torloses Unentschieden nur. Hertha haben wir klassisch besiegt. Die haben nach 7 Spielen immer noch kein Tor und 13 Gegentore. Also bei denen ist wirklich alles verloren. Ja, und Werder Bremen ist auch ganz weit unten. Das entspricht ja schon fast der Realität. Traurigerweise. Mit dem Verein ist wirklich nicht mehr viel los. Aber die schießen wenigstens noch ein paar Tore und haben wahrscheinlich eine ungünstige Punktausbeute. Aber ja, Bayern 04 besiegt, die sind jetzt immer noch da unten bei Platz 12 und können auch noch weiter abrutschen. Ja gut, Frankfurt hat schon 7 Spiele, Nürnberg hat 7 Spiele, Braunschweig auch. Also die Mannschaften sind schon jetzt ganz schön weit unten angekommen. Naja, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben aktuell schon fast einen UEFA-Cup-Platz, aber wie gesagt, darauf spekuliere ich nicht. Das sieht mir immer noch zu verräterisch hier aus. Zu trügerisch vielmehr, als dass ich da auf irgendwas spekuliere. Wir haben jetzt den dritten Sieg eingefahren. Wir haben 3 Unentschieden bisher geschafft und sind noch nicht einmal besiegt worden. Eine richtig starke Leistung. Ja, und das nächste Spiel, wie gesagt, gegen Hamburg, da freue ich mich schon wieder drauf. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei. Bis dahin, euer Tassenhauer. Tschüss!